Peng. Piu, piu, peng. Klönk, klönk, klonk, klonk, klonk. Puff, puff, puff. Bang, klonk, klonk, klonk. Ja, damit willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem sehr alten Spiel. Es ist nicht das älteste Spiel, was ich bisher gemacht habe, nee. Doom 1 war noch älter, Doom 2 auch. Tomb Raider 1 war, kam glaube ich später. Mai 1996 habe ich so gelesen, Quake 1. Ein Spiel, was ich damals gern gespielt habe, nicht 96, damals war ich dann noch zu klein. Ich habe es, glaube ich, irgendwann später gespielt, als ich noch immer zu klein war, aber naja, so ein Ticken größer halt und auch heimlich. Also ich weiß nicht, ob unsere Eltern damals davon gewusst haben, aber irgendwann kam mein Bruder halt damit an und hat gesagt, hier guck mal, da schießen, Blut, tot. Tja, und dann habe ich es halt gespielt. Deswegen habe ich eine gewisse Verbundenheit zu Quake 1 und zwar, naja, wie gesagt, ich glaube, der erste Ego-Shooter, den ich so wirklich gespielt habe. Und finde ich noch immer einen sehr, sehr guter. Es gibt sicherlich bessere, logischerweise, aber ich muss sagen, auch wo ich das jetzt schon mal irgendwie ein Stündchen angespielt habe, vor einer Weile, halt als ich auf Steam mir die Version geholt habe hier, das ist jetzt die Steam-Version, die hat leider keine Musik, ist aber wahrscheinlich auch besser so, weil dann sonst irgendwelche Copyright-Verwurstereien hier auf YouTube passieren würden. Und ich kenne es halt von damals auch nur ohne Musik. Also das war eine eher ausgeliehene Version damals. Sagen wir es mal so, so wie das halt damals war. Und deswegen war da damals für mich auch keine Musik bei. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie die originale Musik klingt. Mal so gesehen. Im Hintergrund laufen übrigens gerade ein paar Demos durch hier. Ne? Das ist so das Übliche, was bei dem Spielstart passiert. Eigentlich spoilert uns das Spiel voll. So. Deswegen, ich habe hier noch so ein paar Sachen, hätte ich schon mal ein bisschen weit gespielt, ein paar Levelchen weit. Allerdings, neues Spiel und rein mit uns, Quake. Das Ganze, wie gesagt, die Steam-Version, GL Quake ist es jetzt hier. Das heißt, mit der Verwendung der Grafikkarte, war damals nicht normal, damals gab es das nicht, damals war das alles Software-Rendering, meines Wissens. Und ja, jetzt ist halt mit 3D-Grafikkarte und alles hier drin gemacht und sowas. Entsprechend ein paar Effekte angepasst, von wegen, dass die Texturen halt geglättet sind und so ein ganzer Kram, dass man hier Kantenglättung drin hat. Die Auflösung ist nicht so knalle hoch, die wollte ich jetzt nicht so knalle hoch drehen. Beziehungsweise, ich habe es versucht. Ich habe es versucht, auf 16:9 zu schalten. Beziehungsweise durch irgendwelche Eingaben nicht in der Konsole, sondern in den Startbefehlen zu machen. Hat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum, ich muss nochmal gucken, vielleicht ändere ich das noch. Aber ich sag mal so, der komplette Nostalgiefaktor kommt natürlich dann, wenn die Auflösung nicht so hoch ist. Und auch, dass hier schön 4:3 ist, so wie sich das gehört. Nicht so ein komischer Breitbildkram von modernen Sachen und ist ja ekelhaft. So, Quake, ein Shooter der ersten Stunde, beziehungsweise nicht der ersten Stunde. Doom 1 ist schon einige Jahre älter. Wie gesagt, 96 kam das hier raus, Doom 1 kam, glaube ich, 92 oder 93, 92, ne? Aber das ist der erste Shooter, bei dem alles wirklich in 3D war und nicht einfach nur aufgemalte Figürchen waren und aufgemalte Waffen und sowas. Alles 3D, total geil. Und hat damals ein bisschen Leistung gefressen, heute natürlich nicht mehr ganz so viel. So, wir können drei verschiedene Spielkarten gerade auswählen, hier wäre einfach ein einfacher Weg. Easy Skill, Normal Skill. Und hier direkt, damit man beweisen kann, dass man direkt skillvoll ist, muss man da direkt drüber springen. Hard Skill. Werde ich aber nicht machen. Ich werde es auf normal durchspielen, hoffe ich. Weil das für mich jetzt keine große Herausforderung werden soll. Es gibt einige Stellen, die durchaus herausfordernd sind. Aber es soll jetzt für mich hier nicht unbedingt das große Sterbensfest werden. Ich möchte einfach im Prinzip nochmal so einen Spaziergang durch alte Zeit machen, wenn man es so will. Ich werde mal schnell speichern, weil ich hier in diesem Menü bin. Es gibt vier Akte. Wurde die Namen nicht benannt? This is the first episode, Dimension of the Doomed. The mystical Dest comes alive. Ja, was haben wir hier? Das ist Numero 2. Numero 3. 4. So, deswegen, ich fange mit dem ersten Teil an, das ist der einfachste Teil. Aber es ist halt schön, es ist ähnlich wie bei Doom 1 auch, dass es hier aufgeteilt ist in verschiedene Kapitel, die man frei auswählen kann, damit man nicht immer das komplette Spiel nochmal durchspielen muss. Die Ladezeiten sind angenehm kurz. Da war gerade eine Ladezeit übrigens, ne? Das ist ganz schön. Da kann man übrigens hin. Es gibt hier einige Secrets.
Sache ist die, dass ich noch nicht, dahin komme. Wie gesagt, Quake 1, für mich damals, oder auch heute noch, ein fantastisches Spiel. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, es ist ein bisschen technisch und ist irgendwie ein bisschen dröge und langweilig. Finde ich nicht mal. Also, ich finde es eigentlich ganz angenehm. So, irgendein Secret gab es hier noch. Ach ne, kommt man da wieder raus. Hallo. Achso, schießen kann man hier auch. Also es ist ein Shooter. Fahrstühle gibt es auch. Und wie gesagt, dadurch, dass halt alles 3D ist, sieht es dann auch nochmal ein bisschen schicker aus. Und ist schon eine sehr, sehr nette Sache. Ich muss sagen, rein technisch gesehen, rein vom Feeling her, wie sich das anfühlt. Ein Shooter hat immer einen sehr, sehr großen Punkt da drin, wie sich das Ding anfühlt, wenn man hier durch die Gegend rennt und durch die Gegend schießt. Fühlt sich immer noch sehr, sehr gut an. Klar, die Maus ist gerade mal so, ich muss die mittlere Maustaste drücken, um nach oben und unten zu schauen. Ansonsten zentriert sich das und ich kann mich nur in der Horizontalen oben schauen. Auch das kann man als Befehl sicherlich ein- und ausstellen. Irgendwo durch irgendwelche Konsolenbefehle. Da haben wir noch ein Geheimnis hier. Aber, da haben wir noch ein Geheimnis? Nö, das ist nur der Ausgang, okay. Ich würde gerne wieder runter. Ich würde das auch mitnehmen, was ich da gefunden habe. Da ist noch eine Tür. Sauerei, Frechheit. Ekelhaft. Ja. Wie gesagt, fühlt sich doch immer sehr, sehr gut an, finde ich. Oder ich komme da spontan sehr, sehr gut mit klar. Auch obwohl ich zwischendurch etliche andere Shooter gespielt habe. Und ist schon einige Jahre her, dass ich das hier gedaddelt habe. Ja, ich werde nicht alle Secrets mitnehmen. Das kann ich überhaupt nicht, weil ich kenne das Spiel nur begrenzt. Also, ich kenne es schon. Ich habe es schon irgendwie zwei oder dreimal durchgespielt. Allerdings, guck mal, Grafikfehler. Allerdings in begrenzt erfolgreiche Version, dass ich alles zu kurz irgendwie mitnehmen würde. Das absolut nicht. Vom ersten kenne ich so ein paar. Weiß nicht, irgendwo hier? Irgendwo kann man hier auch was hochfahren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier sehr, sehr viele oder einige doch stellenweise sehr überraschende Secrets im Sinne von, da spielt man das Level durch, am Ende wird einem angezeigt, hey, du hast hier 5 Secrets finden können. Aber es waren insgesamt doch eher genau 0. Deswegen, das kann durchaus passieren. So, direkt eine schöne Waffe, und zwar das damals die Nagelkanone. Keine Ahnung, wie die offiziell heißt. Die schießt halt mit Nägeln. Bloms. Zumindest sieht es so aus, deswegen. Naja, ne, wie das halt so ist. Wo genagelt wird, fallen auch Körper. Oder so ähnlich. Ah. Da ging das. Warte mal, oder war das? Nee, warte mal. Macht das noch was? Das macht noch was frei. Okay. Noch ein Secret? Aber eigentlich mal, warte mal. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht. Hier war eigentlich meines Wissens auch noch was, dass man nicht hoch kann. Sonst wäre nicht das Lebensstück. Aber keine Ahnung, wo genau. Ah. Ja, also viele Secrets haben damit zu tun, dass man irgendwo an eine bestimmte Stelle gegenschießt. Oftmals kann man die sehen, weil da irgendwelche Markierungen sind, aber oftmals auch nicht so wirklich. Ja, das war damals cool hier. Von wegen Licht anschalten und so ein ganzer Effekt für Elefants. Wobei hier musste man gar nicht dieses Licht anschalten, hier konnte man diese Schalter aktivieren. Und darüber gab es noch ein Secret. Ja. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich einige oder ein paar von euch geben, die absolut volle Ahnung von dem Spiel haben. Gehöre ich persönlich nicht zu, von daher, ihr könnt gerne reinschreiben, was man hier alles für tolle Infos haben kann. Aber insgesamt, oder wo halt irgendwelche Secrets gewesen wären, oder keine Ahnung was, hier kann man drauf. Ich werde mal spontan speichern, ich glaube, das muss man da insgesamt drauf, oder? Kann man das? Man kann sich nicht mal ducken, also, so komplett, ja, da muss man irgendwie drauf, oder da könnte man irgendwie drauf. Habe ich keine Ahnung, wie genau. Ja, vielleicht doch. Na, ja, ich habe nicht gedrückt. Ich muss mal kurz laden. Ich will da jetzt hin. Das ist das einzige Level, wo ich, glaube ich, alle Secrets kenne, so einigermaßen. Also bis auf das eine da. Leben! Woo! Naja, egal, wie dem auch sei. Ihr könnt gerne, falls ihr Infos habt und falls ihr Ahnung habt, gerne alles zu dem Spiel schreiben, was euch einfällt. Dann brauche ich euch das nicht erzählen. Falsch. Deswegen macht ihr das lieber richtig und dann ist gut. Wir kommen.
Weil man normalerweise nicht nach oben und unten zielt mit der Maus, sondern nur links und rechts, wenn man dann überhaupt mit der Maus spielt. Früher war das... Ich weiß gar nicht, ob das Spiel von Anfang an Maus-Support gehabt hat. Aber was ich sagen wollte, wenn man zum Beispiel hoch und runter läuft, geht der Blick automatisch so ein bisschen hoch und runter. Und auch, es ist ein gewisser Auto-Aim da, der nach oben, vor allem nach oben und unten funktioniert. Und das hier ist jetzt der Ausgang von dem Level. 4 von 6 Geheimnissen, okay. Aber das ist halt cool, ne? Du kommst hier an und da schlendert da jemand oder latscht jemand ganz, ganz langsam durch die Gegend mit der Kettensäge. Das war schon nice damals, beziehungsweise es war schon recht eindrucksvoll auch. Und wie gesagt, damals, ich war, keine Ahnung, wie alt ich war. 13? 12? Ich glaube 12 oder sowas. Das Spiel war eigentlich in Deutschland indiziert, von daher. Nehmt mich da bitte nicht als Vorbild. Das macht man nicht. Also mich als Vorbild nehmen. Mittlerweile ist es nicht mehr indiziert. Ich weiß nicht, ob es eine neue Prüfung schon bekommen hat oder ob die noch ausstehen ist. Ich habe bei Wikipedia geschaut, da stand, dass es ausstehen ist, aber ich hatte den Eindruck, dass es ab 16 gewesen wäre. Es kann aber auch sein, dass es Doom 1 gewesen ist. Doom 1 und 2, die ab 16 sind. Geht das? Ja, da ist nichts. Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es nicht mehr indiziert, deswegen kann ich das auch hier, oder deswegen mache ich das gerade auch auf dem Kanal hier. Weil indizierte Sachen sind auch, obwohl YouTube nicht in Deutschland den Sitz hat, gilt jedoch auch deutsches Recht. Von daher müsste ich quasi schon ein Impressum irgendwo außerhalb von Deutschland haben, was ich nicht habe. Deswegen mache ich keine indizierten Sachen. Hepsa! Ah, fantastisch. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Leute hier heißen, ne? Wie die ganzen Waffen offiziell heißen oder das ganze Zeug. Wie gesagt, das dürft ihr gerne schreiben. Vielleicht kommt ja so ein, vielleicht erschaffen wir ein Konglomerat der Informationen. Und dann wird das vielleicht auch mal ganz schön hier. Muni ist immer eine nette Sache. Das ist Muni für die Shotgun da rechts. Oder? Doch. Kollaps, man sieht es ja ganz unten. Man kann die Waffe entsprechend durchhalten. Es gibt einigermaßen viele Waffen. Was ganz cool ist. Und es gibt natürlich ein paar Fallen zwischendurch. Ja, so richtig schön gemein. Der Anfang ist relativ einfach. Ich glaube, wenn man hier unten im Wasser noch einmal komplett durch die Gegend eiert, dann hat man noch so ziemlich ein paar Stellen, wo man hinlatschen kann, meine ich. Ja. Auch immer ganz nett, die Dinger hier, die leuchten, immer schön gegenschießen, dann passiert was. Zum Beispiel, dass man eine Rüstung bekommt. Das ist dann aber kein Secret gerade mal, warum auch immer. Ich will mal kurz, ich habe kurz gespeichert. Mal gucken, was hier unten ist. Ah, es ist ein Secret. Fantastisch. Ja, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ha, schön. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dem Spiel um Speedruns steht, aber da wird es auf jeden Fall irgendwelche Speedruns geben. Ich weiß nicht, wie schnell man das Spiel durchspielen kann, wenn man denn wollte. Kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall sehr viel schneller, als ich gerade tue. Aber es soll auch kein Speedrun werden, sondern einmal hier ein Spaziergang zwischendurch. Und Spaziergänge sind selten mit Höchstgeschwindigkeit. Wobei man sich, muss ich sagen, in dem Spiel doch relativ schnell bewegt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, oder eins von den Sachen, die mir doch sehr gut gefallen. Man hat doch ein gutes Tempo drauf da unten. Ist auch noch was. Aha, muss ich auch noch mal eben runter. Man hat doch so ziemlich immer ein ordentliches Tempo drauf. Ich muss auch noch mal hier lang. Ob da noch irgendwas ist? Nope. Wobei. Ja, was ist das denn? Ja. Also man hat echt ein ziemliches Tempo drauf, was mir halt persönlich sehr gut gefällt. Aha, schön. Okay. Ja. Hallöchen. Von daher, ich mag das Tempo, ich mag diese schnelleren Sachen. Ich mag, dass man hier schnell ballern kann. Ich mag das, dass man hier gefühlt skillvoll durch die Gegend fliegen kann. Das hat mit Skill nicht immer was zu tun, aber es fühlt sich zumindest gut an. Die Gegner an sich, man sieht es ja, die, gerade wenn man das Spiel mit ein paar FPS mehr spielt als 20, dann sieht man zum Beispiel, dass die Gegner so ein bisschen hakelig sich bewegen. Das liegt halt an der Technik, dass damals die Animationen halt, glaube ich, mehr oder weniger keyweise immer abgespeichert wurden und das auf irgendwie
so und so viele Keys pro Sekunde reduziert wurde oder eingeschränkt war. Ich glaube, dass die Übergänge dann nicht so fließend waren. Kann auch falsch sein, aber so kommt es mir zumindest vor. Hat es auf jeden Fall technische Gründe, dass das nicht so geschmeidig aussieht, wenn die da durch die Gegend hampeln. Ich kenne die Engine in der Form nicht intern. Ich weiß, dass die gerne mal an vielen Stellen verwendet wurde. Ich weiß, dass daraus, und ich meine, dass daraus auch die Half-Life-Engine damals entstanden ist oder zumindest eine sehr stark modifizierte Version gewesen ist, was auch sehr interessant ist, weil Half-Life einfach auch mal ein fantastischer Shooter ist. Von daher ist es nett oder ist es interessant, wie sich das hier quasi so als Grundlage schon mal präsentiert hat. Und das ist das Level, was wir schon am Anfang gesehen haben, ganz am Anfang. Bei der kleinen Demo. Und wir wüssten jetzt zum Beispiel, dass man skillvoll hier durchballern kann. Und die Kollegen hier, die sind so ein bisschen nervig. Die reißen immer ihren Kopf ab. Oder Stücke von ihrem Kopf. Und schmeißen danach mit einem. Ja, und blöderweise, wenn man einfach so die kaputt haut. Das ist zwar ganz schön und gut, aber die stehen auch wieder auf. Das heißt, ne, das Einzige, was da wirklich hilft, ist Explosion. Knochenkonfetti. Deswegen war das Spiel damals indiziert, unter anderem. Weil das doch dezent für die damalige Zeit unfassbar blutig war. Aus heutiger Sicht, rote Pixel. Ja, aber damals war das halt schlimm. In der Form, ich meine, Doom war auch damals doch recht gemein. Aber das hier war halt nochmal ein höheres Maß des Realismus. Von daher, soweit ich weiß, ist das halt deswegen halt nicht unbedingt so gern gesehen worden damals. So, ich habe sehr wenig Leben. Kann man hier durch? Nee. Man könnte hier schon mal runter. Ja, das ist schon mal ganz nett. Na komm. Ja, wie gesagt, jetzt zieht die Waffe halt nach unten. Automatisch, weil die Kamera halt nicht nach unten eigentlich drehbar ist. Hier komme ich später hin. Hier mache ich das später. Ich möchte erstmal hier durch die Gegend eiern. Auch hier neues, beziehungsweise das Werfchen, das haben wir ja schon. Ja, hier kommt was von oben an, deswegen es bietet sich immer an, auf leuchtende Sachen zu schießen, auf die Sachen, die irgendwie blinken. Weil ansonsten wären wir ein bisschen platt geworden. Wir hätten hier sterben können. Total cool. Ja, und solche Fallen gibt es öfter mal, dass man hier einfach mal durch die Gegend rennt und dann plötzlich hat man auch dezent den Eindruck, hey, ich kann hier sterben. Ja, die Dinger können nervig sein, sind es aber eigentlich nicht. Wir fliegen nur so ein bisschen durch die Gegend, das passt schon. Die wollen nur spielen, das passt schon. Die Kettensägen-Heinis sind da schon ein bisschen schlimmer. Weil die halt Kettensägen haben für den Nahkampf und natürlich ihre Granatwerfer. Und gar nicht mal so wenig aushalten eigentlich.